Ja, nicht zwingend. Also ob das jetzt $10 mehr sind oder nicht, ist ja ganz ehrlich. Wir reden aber nicht Interessiert über 10 keinen. Dollar, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, ne? Ach so, beim PD waren es immer $10. Ja, wir reden hier nicht über 10 Dollar. Wir reden hier wahrscheinlich über 600 Dollar. Oh, Entschuldigung? so, solche Sprünge gibt es Da zwischen kriegt den Frau Rängen. Wade Du auch meine Güte. 2000, oder was? Shit. Ja, also mindestens 400 oder so sind das. Also zwischen 400 und Shit. 600 Dollar sind das. Wow, solche Sprünge hätte ich gerne im SD damals gehabt. Naja. So, von daher müsste man da unter Umständen überlegen, Anpassung vorzunehmen, weil ich sage Ihnen, als District Attorney für Los Santos und fürs County hat man ja auch eine Verantwortung. Definitiv. Hey, ich habe auch Und Verantwortung, man verdient nur 900. derjenige, der dann noch darüber die Verantwortung hat, der muss halt einen Ticken mehr verdienen. Und derjenige, der darüber auch noch die Verantwortung hat, der kann von mir aus bei dem gleichen Gehalt bleiben, weil ich sage ihm, ich verdiene genug. Ah, das kann man auch immer mit schönen Bonuschecks Ja, ausgleichen. So habe Prismaya ich das gab im SD es. gemacht. Hab Leuten Es gab Bonuschecks einmal eine statt Ränge Bonuszahlung, gegeben. es gab Ja, einmal mache ein ich auch so. Jetski Ist und es gab immer die 10.000 Dollar leichter zum zu ändern. Frauentag. Oder sie geben so etwas hier. Warten Sie mal. Kann ich Ich Ihnen ja mache auch das auch mal so. Das Ding ist, zeigen. also Gucken ich Sie zahle mir mal. ja selber nie einen Bonus raus, ne? Habe ich immer Ja, noch. oh ja. Haben Sie immer noch. Ja, die gebe ich Ihnen aber wieder, ne? Ist ja klar. Sehr gerne. Ja, also ich zahle mir nie einen Bonus raus. Weil also ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich bekomme. Ich möchte halt nur. Ich muss halt ab und zu auch dann Klinken putzen. Wissen Sie? Wenn ich dann finanzielle Oh, Spritzen wird schon auf die Uhr brauche. geschaut. Der nächste Termin kommt. Also, ich Ja, sag's ja. so, wie es ist, Herr Perkins. Wir müssen in 8 Minuten im SD in Palito Bay sein. Ah. Hier, einmal zurück, ja. Wird Zeit, dass Sie sich vielleicht Schöne mal einen Medaille Helikopter übrigens. anschaffen. Oh, vielen Dank. Helikopter, ja. Ja, Ist in Planung. ich warte darauf, dass aus Washington so ein jemand mit einem One-Way-Ticket kommt, ne? Ah, Der okay. den Helikopter Schön. direkt hier lässt, ja. Gut, gut, gut. Ja. Dann Ich vielen Dank werde für Sie da die. auf dem Laufenden halten, okay? Also ich werde Sie da informieren. Ich werde das Wunderbar. ansprechen, ich werde das hier klären intern. Ja. Und ich sehe den Bedarf definitiv. Ich muss nur überlegen, wie ich das mache und vor Also wir allem, können wie uns ich wirklich nicht das. beschweren, ne? Wir haben uns ein Auto für Ja, wissen Sie, 110.000 am Ende gekauft, ist waren es auf Politik, wie ich das 16.000 verkaufe. runter Hm? und ich sehe jetzt schon wieder Ich bei glaube 65.000. Wir vielleicht, können ist uns nicht es nicht mal beschweren zwingend und wir müssen keine erforderlich, Miete mehr bezahlen, Herr Ihren Dom. Vorschlag umzusetzen, Wir wenn die müssen offene keine Miete mehr Bereitschaft bezahlen. aus dem Kollegium bereits Das da Haus ist ist. abbezahlt. Also Ja, das mag sein. beispielsweise durch Frau Wayne Das oder ist unser die, Haus. der Ja. Nummer 2 oder 3. Keine Miete mehr. Insofern, man muss ein bisschen abklopfen erstmal, glaube Dafür hat ich, Dom jetzt nur bevor noch das 2,5 Klinkenputzen Millionen losgeht. Provision. Und Keine 4 mehr. dann im Anschluss prüfen, Schade. wohin das geht, ne? Also ich gehe hier nicht im Hause Klinken putzen, ne? Also das haben Sie vielleicht jetzt gerade falsch verstanden. Das Einzige, wo ich Klinken Ja, putzen gehe, ist Politik, in verstehen Washington, Sie. damit ich noch mehr Geld bekomme, Jetzt einfach Bunnies ausrauben. Ah, Ich habe oder ein witzigerweise Helikopter. auch überlegt, ja. Oder ein Ist Helikopter. echt Naja. schön da. Ja, Oder lässt man wunderbar. dann Beziehungen spielen, ne? Na, ich hoffe, Sie schreiben Ist wirklich ordentlich schöner. Briefe an die Person, die mit dem One-Way-Ticket kommen soll. Wissen Sie, das Gute ist, wenn man gute Kontakte pflegt, ja, dann muss man nicht ständig irgendwelche Briefe schreiben oder so, sondern Enver, habe ich nicht gerade gesagt, wir müssen 8 Minuten beim wenn man SD sich sein. kennt Jetzt und sind gut 6. zusammengearbeitet Kommt zu hat spät, Mann. und man sich gegenseitig schätzt, dann kann man Enver. ge von gegenseitig voneinander profitieren. Ne? Enver. Das ist Enver. wie in der Freundschaft. Manche Könnt ihr beide Freunde aufhören? Alter, das ist wie kann mit man Abbott und monatelang nicht Denver. sehen und wenn man sich Wirklich. wieder sieht, ist es so Oh, wie an das Tag ist wie mit 1 Abbott und Denver. Wirklich, wie das ist zum vorher. Kotzen. Also Oder als insofern, sei es gestern gewesen, Hallo! als wäre es gestern gewesen. Herrschaften! Danke, Ich das geh gleich genau. einfach. Und Wirklich. insofern, ja, wenn das auch sowas ist, dann Ich geh gleich einfach. hoffentlich kommt der Heli schnell. Ah, naja, mal sehen. Haben Ich würde mich wir's? freuen, weil jetzt muss ich in 8 Minuten, oder mittlerweile Nein, sind es glaube ich 6. 5, 6 Minuten, oben im Norden sein. Gut, Jetzt sind's dann 5. belassen wir das Gespräch gerne dabei und ich begleite Sie noch mit nach unten, ne? Alles Auch klar. wenn ich gerne zur Aussicht noch hier bleiben würde. Na gut, also ich würde sie sonst auch hier lassen. Also ich gehe jetzt runter. Ich war dann nur einmal hier in diesem Büro und das war wegen Burke. Wegen Burke? Oder? Also weil der sie Wegen, gerufen hat, oder ja, wie? er hat mich gerufen, genau. Ah, ja. Einbestellt. Ja, er wollte zeigen, wer Einbestellt. den besten Sessel hat in der Stadt. Die Ah. beste Aussicht. Ja. Ah, naja. Da habe ich nämlich mein County Office gezeigt und habe ein wenig geprahlt. Ne? Naja. Dann Sehen hat Sie, ich muss er. jetzt sogar noch mal, oh, ich muss jetzt mal ganz kurz um die Ecke sogar. Wenn. Das heißt, wir haben gleich noch 3 Minuten.
Rufst du bitte bei Herrn Justman an, dass wir uns um 2 Minuten verspäten, Harry? Ich habe ihm schon Bescheid gesagt, dass wir 1/4 Stunde zu spät sind, denn der Termin war vor 1/4 Stunde. Schön. Ach, der war... Ja, eng getaktet, Chief Justice, eng getaktet. Ja, sonst hätte ich keinen Job, Herr Perkins? Recht haben Sie. Und vielen Dank, dass Sie das so kurzfristig ermöglicht haben. Kein Problem. Herr Perkins, tut mir leid, alles Gute. Wir hören voneinander, ja? Ich muss hier nochmal wieder. Ich freue mich auf die Rückmeldung. Schönen Abend. Wiedersehen, Herr Perkins. Wiedersehen. Bin gleich da, ja? Ja, beeil dich. Muss mal baden gehen. Ich glaube, Herr Abbott, die Rolle Herr Abbott hat er abgelegt, weil er nicht Chief Justice geworden ist. Kann das sein? Hatte ich gerade so ein bisschen das Gefühl. Kann das sein? Ich glaube, wenn der Abbott Chief Justice geworden wäre, wäre er noch ein bisschen geblieben, wa? Ja, genau, das sagte ich mir halt auch. Mit der Power Search würde das klappen in 3 Minuten, aber haben wir nicht. Wir müssen mit dem Ehewagen fahren, der nur 150 fährt auf dem Highway. Na klasse. Bei Gott. Mal eben 1,5 Millionen abbezahlt, Alter. Tom hat auch einen Arsch offen. Nein, er möchte ja nicht fahren, Ghost. Das ist ja das Ding. Eigentlich möchte er ja nicht fahren. Herr Rauf ist nicht da. Warte mal, das Legal Office wollte doch Dinge tun, ne? Ach nee, die wollten nur Bodyguard machen. Hätte es mal nicht rufen können, ja. Ist halt schwierig, ne? Ich hätte gerne einen. Müssen wir wieder fliegen. Ich hab's bestimmt verlernt. Müssen das eigentlich mal wieder üben. Ist er denn Supporter? Weiß ich gerade gar nicht. Bei Justman weiß ich es halt, weil der wusste ja bis jetzt noch gar nicht, dass Abbott und Perkins die gleiche Person waren. Wusste ich ja gar nicht. Ich meine, jetzt hätte ich es gehört, ne? Hätte mich gewundert. Woher kenne ich die Stimme? Und spätestens, wenn er oben im Büro steht und die ganze Zeit mit Denver quatscht und die nicht aufhören können zu quatschen, obwohl ich schon Stress gemacht habe, spätestens dann wäre mir eingefallen, dass es Abbott war. Seit Staffel 4. Wir sind, ach so, seit jetzt, okay. Und dann, nee, ich glaube, jetzt gehen würde. Da, wenn der Motor noch läuft, na klar. TikTok, Denver! Der verquatscht sich da drin wieder, oder? Nee? Er ist noch pinkel. Oh, unser Auto steht da noch. Mit TÜV-Plakette übrigens. Wie kann ich das eigentlich beweisen, dass ich eine TÜV-Plakette habe? Denver! Ich hab's genau gesehen. Er steht da jetzt wieder. Denver. 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 Gib Gas. Wirklich, bei Gott. Gott. Ich wusste, dass du dich wieder verquatscht. Denver, los jetzt. Okay, wo soll ich denn hinfahren? Einmal in den Norden, bitte. Ja, okay. Gut. Ist Junkers fährt uns? Klasse. Bei Junkers treten sie aufs Gas, ja? Wehe, sie fahren 80 in der Stadt. Wir müssen in einer Minute da sein. Und oh, ich werde nochmal 2-3 Minuten E-Mails beantworten, ja? Ja. Während der Fahrt. Mhm. Schön. Mein Fahrzeug ist rechts um die Ecke. DOJ 20, Schlüssel haben Sie, Miss Junkers? Ja. Dann gehe ich hier mal. Ich hoffe, das geht bald los irgendwie mit dem Helikopter, ne? Ganz ehrlich. Ich hätte dich geflogen, ich kann fliegen. Ja. Hast du denn schon einen beantragt? Ich okay, das ist, glaube ich, das Ding Ghost. Ich glaube, er geht unterwegs auf mich. Ich hoffe, der regelt das. Gut. Ne? Sagt Pilotin das am Start? Ja. Der nächste, rechts noch. Ich geh rüber. Da! Was brauchst du? Sie wollten noch nicht in Feierabend, oder? So. Gut, einmal zum SD oben. Machst du das klar da, Harriet? Ja, geh du mal E-Mails beantworten.
Alles klar. So, du hast noch 0 Sekunden, Sophie. Oh. Oh Gott. Jemand was gegen Autoradio? Ich bin die beste Autofahrerin. Nee. Gut. Hörst du Bounce, Sophie? Ja, die werden uns. Ja, ich höre alles. Ja? Ja, dann mach ich einfach mal ein bisschen was an, ja? Ja, klar. Ja, du willst den Start hier sehen, oder was? Ah, okay, komm. Ich nehme dich ein Stück mit, ich zeig dir was. Ja. Yo, Hendrik, kommst du auch vorbei? Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich mach mich direkt auf den Weg. Let's go. DJ Scarlettini. Herzlich willkommen in unserer Stadt, das Paradies. Hier gibt es alles, was du brauchst, ey, komm, genieß. Die warmen Tage in der Hookah-Lounge am Meer. Oder buch dir einen Trip bei LF Touristics, yeah. Vom Norden bis in den Süden, oh, Lady. Hier ist wirklich viel los, los. Lauf doch in freier Wildbahn, Wildbahn. Den Mount Chiliad hoch. Mir ist gerade was eingefallen, ne? Wo war's denn? Weißt du, was der Hawkins nicht gesagt hat? Harriet? Nee, weiß nicht. Was denn? Das mit dem Praktikum. Ja, das ist, wollen die doch erst morgen besprechen, hast du gesagt. Nee, das wollen die wohl. Nein, das ist. Du hast mir gesagt, dass die Besprechung für das Praktikum in 2 Tagen ist. Ja, das. Nein, die Besprechung soll heute stattfinden, ja? Und ab morgen soll das gelten. Hast du gerade beim Durchgucken deine E-Mails gesehen, ja? Ja, genau. Ja. Ja, Hawkins. Er muss eine SMS schreiben, ist nicht erreichbar, genau. Warte mal kurz. Hier muss ich auf Kurzwahl legen, kurz. Welche Nummer? Gott, das ist fast so schlimm wie Ford, ne? Dankeschön, Sophia. Was ist so schlimm wie Ford? Du musst ja eh auf uns warten, ne? Ja. Ich habe eine Bahn, ne? Geh in den Saloon, ja. Trink ein bisschen was. Wir kommen bestimmt. Außer sie wollen den Feierabend gehen, dann können sie losfahren. Dann lasse ich mich von dem Sheriff hier rumfahren. Wir können auch eine Limo holen. Ich kann warten. Sophia. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Ach so. Ja gut, dann würde ich wieder runterfahren. Genau, fahr runter, wir holen uns ein Taxi. Alles gut. Danke dir. Wunderbar. Jo, bitteschön. Viel Spaß.
Hallöchen, Herr Hall. Grüße Sie, ah, grüße Hallöchen. Sie. Schönen guten Abend. Hm? Guten Abend. Ja, ja, der soll gleich wieder da sein. Ich sage ihm bloß Bescheid. Ja, ja. Also wir waren natürlich pünktlich um 23 Uhr hier, ne? Für Sie zur Info. Naja, wir unterhalten uns seit 5 Minuten hier, ich weiß das. Ja, richtig, ich bin Zeuge davon. Wunderbar, also. Sehr gut. Sehe, wir verstehen uns. Ja. Mhm. Warum mache ich hier kurz, nicht? Ich mache das, ist okay. Kurz. Muss mal ganz kurz mal anrufen, ne? Ich brauche die Nummer von wow. Das ist wow. Ja, die ganzen Wortwitze mit kurz, die sind fast so schlimm wie die mit fort. Moment, ich hab den, ich hab ihn. Ich ruf ihn an. Ich hab kurz mit T eingespeichert. Haben wir eigentlich Mond? So wie Herr Mond? Nee, ne? Was? Mond? Hallo, Herr Kurz. Leider ist bei der Besprechung heute nicht angekündigt worden, dass wir ab morgen ja die Möglichkeit anbieten, dass jemand vom PD oder vom SD bei uns hospitieren kann, ne? Jo, das haben wir schon vergessen, wa? Haben Sie die Möglichkeit, das ans schwarze Brett bei sich raufzuhauen, dass das ab morgen möglich ist? Das ist das schwarze Brett auch nicht. Ist das Dann werde ich das Herrn Justman gleich auch nochmal sagen, dass der das hier auch nochmal im SD, weil da bin ich gerade, dort auch nochmal kundtut. Blackwood Saloon. Ja, denn, also ich habe gesagt, dass es ab morgen bei uns halt möglich ist. Vor 2 Wochen? Kann ich sein. Ach so, die... Ja, beim Legal Office. Genau. Ne? Oben. Ja, oder 1 oder 2 Tage, je nachdem, wie lange die möchten. Ne? Also ich persönlich werde halt das wahrnehmen, dass ich 1 Tag im PD und 1 Tag im SD das Ganze mal machen werde. Dass ich mal mit den Sheriffs oder Officern mitfahren werde und mir das Ganze einfach mal anschaue. Ne? Damit man mal so einen Einblick gewinnt, was machen das, ne? Sheriffs eigentlich so täglich, was haben die für Aufgaben? Tag. Oder die benutzen den Also was sind schwere Aufgaben, die sie da zu erledigen haben, schwere Entscheidungen und so weiter, damit man da ein Gefühl für gewinnt. Also womit müssen die halt täglich leben? So, ne? Kollege, du solltest arbeiten gehen. Auf jeden Fall. Das habe ich auch. Wollen wir los? Ja. Nee, bei uns können die in alle Bereiche. No. Die können auch gerne, weil vor allem, weil ja auch immer dieses Wort COCP über allem schwingt, die können gerne auch mal mitgehen, wenn ein Richter, womit sich ein Richter so beschäftigen muss. Hm. Ja, wenn die da Interesse haben, gerne. Oh, also ich nehme auch gerne jemanden mit. Ja. Also wenn da Bedarf besteht, aber ich kann halt nicht 5 Leute auf einmal mitnehmen. Natürlich wird das immer so das Interessanteste sein, denken die Leute. Aber es sind einfach nur viele Gespräche, ja. Und dann suche ich mir halt einen davon aus, von denen, die Interesse haben, bei mir jetzt mitzukommen. Aber grundsätzlich bei der Richterschaft, auch im Legal Office, ich kann bestätigen, klar, das ist arschlangweilig. Ist wahrscheinlich ein bisschen trockener. Oder halt auch bei der Staatsanwaltschaft, ja. Das ist, wenn so Harrys gehen. Das scheint ja offen zu sein, aber da waren wir schon. Container-Kaffee ist aber auch zu. Ja, nee, das ist klar. Ja, die machen jetzt wahrscheinlich die sollten das bei Ihnen besprechen, ne? Es ergibt sogar Sinn, dass die zumachen, wenn die Clubs offen sind. Ja. Burgershot höchstens. Wir werden halt nicht gleich am nächsten Tag 10 Leute irgendwie unterbringen können. So, ne? Das muss man dann auch ein bisschen steuern. Ne? Wenn man jetzt sagt, so 2-3 Leute pro Tag, die da Interesse haben, dann kann man das gerne machen. Ne? Und ich denke, das ist dann auch im Interesse der Zusammenarbeit, dass jeder mal einen Einblick gewinnt, was macht der andere. Ist das, glaube ich, sehr förderlich. Ja? Wunderbar. Alles klar. Bill von Krastenburg mit Tommy von Krastenburg. Ich muss sagen, ich habe gerne gelauscht. Das klang sehr interessant. Ja. Ich kann Ihnen sagen, das war Absicht, dass Sie lauschen sollten. Ach so, das war Absicht. Man möchte mich von meiner Arbeit abhalten, Hall. Nee, ich möchte da recht transparent sein, ne? Ich finde das sehr gut, ne, ganz ehrlich, ohne Quatsch. Ich finde das wirklich interessant. Ne? Ich denke, da wird es auch den einen oder anderen bei uns geben, der sich das nicht entgehen lassen wird. Ja. Ja. Also, ich bin noch im Schwanken, ob die Staatsanwaltschaft, dann könnte ich mich in Hammond hängen, oder ob ich sage, bei der Richterschaft. Das wäre auch sehr interessant. Ne? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also, Sie das können auch einfach mal 1 Tag da und 1 Tag damit. Ne? Genau. Also. Ja. Doch sehr Wissen Sie, so der gegenseitige Blickwinkel ist halt das Wichtige, ne? Ja. Ich,
möchte einfach mal sehen, was machen die Officer täglich? Also womit müssen sie sich auseinandersetzen? Weil wenn ich da oben in wie ich sage, in diesem Eiffelturm sitze und Entscheidungen treffe, dann weiß ich vielleicht gar nicht, über was ich da genau entscheide. Ja? Nee, das ist nicht Justman. Das ist nicht Justman. Was? Warum parkst du hier? Weil ich kurz eine Pause machen wollte hier. Achso, willkommen. Ich fahr gleich weiter. Ja, ist ja gerade keiner da. Da ist Justman. Da kommt Justman, genau. Er parkt aber hinten. Er spielt denn jetzt Timmy von Krastenburg. Hast du noch irgendwie so eine Kleinigkeit dabei für mich? In meinen Tupperdosen? Na klar. Na klar, na klar. Ah, ich habe sowieso, die Dame war gestern nochmal da wegen der schokolierten Früchte. Die hat leider keine schokolierten Früchte mehr bekommen, sondern wollte dir das hier geben. Das habe ich ganz vergessen gestern. Ah, okay. Ja, bitte. Die sollst du mal probieren und. Also, ich fand sie wieder nicht. Hall, wenn ich gesucht werde, ich bin unten in das Handy erstmal, ne? Jo, alles klar. Okay, ich gehe ins Bett. Du gehst schlafen? Ja, Kira, Elefant. Also, jetzt habe ich wirklich zu viel für den Dienst getrunken. Okay. Fährst du Auto? Bobby vom Lost? Wer ist Bobby? Ja, also es geht genau auf der Kippe zwischen noch fahrtüchtig, aber nicht mehr Tommy, dienstbereit. Ja? Bobby, also, Tommy, ich sehe einen. Ich sehe einen. Genau da. Ja, Mensch. Ich vielleicht, sollte man jetzt nichts weiter sagen und einfach nur. Es fährt auch kein Bus hier hoch. Es ist, Doch, es fahren Busse. Ja. Du musst nur lange warten. Es sind Plastiksitze. Zur Not lass dich doch von Blumen einfach kurz fahren. Ja. Ich muss tatsächlich nur noch eine Straße weiter. Da kriegen wir noch hin. Dann gucken wir gerade mal nicht hin und dann machen wir mal schnell. Und wenn du einen Unfall bei uns hast, also, jemand überfährst, weißt ja, was dir blüht. Ne? Ja, wenn also so rein, wie das Gespräch gerade läuft, steht jetzt hier wer mit im Kreis? Also, zwei Bürger. Staatsanwalt oder Richter? Zwei Bürger. Ja, nee, wunderbar. Also schön, dass Sie hier oben sind. Wir freuen uns immer, wenn wir einen Paleto-Besuch kriegen, ne? Ja. Ja, brauchen Sie was? Wollen Sie mal trinken, essen? Wie sieht das aus? Zigarettchen? Nee. Ich habe Ihnen gerade schon versorgt. Ach, wunderbar, hör mal. Ich bin ja versorgt. Auch noch Burger, die sich selber versorgen. Das ist meine Lieblingsburger. Hallöchen. Ja, ich habe mich mit den zwei Burgern hier unterhalten, gerade. Was für Burger? Ja, ne? Achso, du meinst die Burger. Ich dachte, was zu essen. Ich dachte, nee, man redet doch nicht mit Burger. Nee. Ich rede mit meinem Essen nicht. Ne? Wenn es sehr lecker ist, dann mache ich da schon auch mal Komplimente, sage ich ganz ehrlich. Richtig. So gut, Burger. Ja, verstehe. Das ist klar. Ja. So, ich verabschiede mich. Mach's gut. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, kommst du mal nach Hause, ne? Chief. Ist ja nur eine Straße weiter. Ja, SD01, oder? Wie spricht man sie denn an? Jeff Jonas. Justman. Das Jonas ist stumm, tatsächlich, ja. Ja. Ich sag mal Sheriff Justman. Ja. Ist das auch richtig, oder? Schön. Auslöser dieses Gesprächs heute Abend ist tatsächlich, weil Mr. Hall, rechts von Ihnen und ich bei der Besprechung vom PD waren. Wir dachten, schön, dass oben sich auch mal vorgestellt wird, aber dass momentan es des Öfteren vorkommt, dass das Sheriff's Department vergessen wird. Ah, nee, also das Sheriff's Department habe ich nicht vergessen. Okay. Ich hatte auch vor, in nächster Zeit so oder so häufiger mal hier die Town Hall, also das neue Gerichtsgebäude, ja. In Beschlag zu nehmen. Ich glaube, da war Abbott noch der Auslöser und danach hat Abbott sich verpisst. Entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise, aber ja, schade drum. Es ist sehr schön dort. Er hatte eine einmalige Chance. Und die durfte man auch nicht verstreichen lassen, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, wo Mr. Abbott seine Aussage war, ich bin für den Norden da und ich habe ihn hier oben nie gesehen. Schönen Abend miteinander. Mach's gut, Casey. Ja, schönen Abend. Naja gut, dann war ich wahrscheinlich öfter im Norden als der Herr Abbott, weil ich war bei dem zumindest da und habe Bilder gemacht. Ja? Mr. Abbott war nie da, aber das ist ja auch völlig egal. Der ist jetzt nicht mal da, ist auch völlig bums und juckt auch nicht. Und aufgrund dessen, dass Sie jetzt im PD vorstellig waren, würden wir uns freuen, also meinerseits auch Mr. Hall, als wir das gehört haben, dass einfach auch mal jemand hier ist, auch mal diese D&CP-Kram erzählt und was da so los ist. Und wir wissen, wir dachten eigentlich, dass wir führend sind mit D&CP-Verfahren. was sich wohl gerade wohl beruhigt hat, das ist auch in Ordnung so. Ich glaube, es ist mein zweites oder drittes, was gewesen war, weiß ich nicht. Und für Sie zur Info, dadurch, dass ja momentan Bürger und Bürgerinnen uns vom SC oder ich glaube auch das PD damit bedrohen, du hast mich geärgert, du kriegst ein COCP, weil es ist so ein Wunschwort zwischen vielen, vielen Leuten, gibt es demnächst, habe ich gerade den Druck gegeben, COCP-Infobroschüren,
Aus der schon gehört von, ne? Ja, mit dem Geschmack Grünkohl. Grünkohl. Damit die Leute einfach mal wissen, so viele Leute, die Scheiße bauen und Kacke bauen, die dann aufgewiesen werden, aufgefunden werden von uns oder vom PD und dann am Ende meinen, du warst doof, ich zeig dich an. Ja. Bei Leuten, ich weiß nicht, sie kennen Sie noch die Mason-Brüder? Also ja, der Name sagt mir was. Ja, auch unangenehm, die immer irgendwie eine Ausrede hatten, wo Mr. Hall und ich den beiden damals geraten haben und den Vieren, werde doch bitte einfach Anwälte und macht nicht so eine Scheiße. Weil die alles besser wussten und sich Sinn zu rechtfertigen wissen und das ist halt ja. Kritisch. Ich weiß aber von einem Fall und ja, es sind halt Straftäter gewesen, auch, ich sag mal, aktenkundige Straftäter, aber ich muss Ihnen auch sagen, ich hatte auch aktenkundige Straftäter, die bei mir auf der Couch irgendwo saßen im Büro und die mir sehr glaubhaft versichern konnten, dass das, was die mir schildern, auch passiert ist und Ermittlungen haben ergeben, dass das auch so passiert ist. Kann gut sein. Das heißt, nicht jeder, der halt ein mehrfach verurteilter Straftäter ist, lügt potenziell. Definitiv nicht, das möchte ich auch noch nicht sagen, aber einige Sachen waren, ist auch egal, das war jetzt mit den Jungs, drei oder vier, was sie waren, ist auch völlig, nur als blödes Beispiel. Ja. Für sie, wir ticken hier oben anders als die Kollegen und Kolleginnen im PD. Ich bin schon länger hier, ja. Ich und, glaube nämlich auch, ich glaube, sie wissen das. Und wenn wir mal jemanden erwischen bei einem Shopraub, dann wird der oder diejenige nicht verhaftet, eingeknastet und hier auseinandergerissen. Wir können die vor Ort und Chill auch gerne mal kurz unsere Autos waschen und dann sind wir durch damit. Das ist halt so diese Philosophie vom Norden. Die ist ein bisschen eingeschlafen und ich bin halt auch schon sehr, sehr lange da. Und aufgrund von Perkins und Hawkins, die viele, viele Sachen einberufen haben, gemacht haben, bin ich aber jetzt momentan in der Phase, wo ich bitte möchte, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wieder Spaß an dem Job haben. Und wenn dann jemand mal einen Job ausruft, erwischt wird, und jetzt mal kurz unter uns, kann es gut passieren, dass er nicht bei Ihnen ins DOJ rennt, sondern vielleicht mal kurz in den Knüppel. Und dann ist die Sache gegessen. Dann wird meine Bärte noch gewaschen, wir sind fein damit. Das ist das, weswegen wir hier oben im Norden mit den Locals so gut klarkommen, weil die wissen, dass wir anders ticken. Und okay, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir beide vielleicht einfach mal ins Büro gehen sollten. Jasmine, vielleicht solltest du auch erklären, was die Bertha ist. Oder wissen Sie das? Das weiß ich. Das weiß ich. Okay. Und, das wissen alle, weil ich habe Bertha-Verbot. Ja, ich wollte es nur gesagt haben, weil, ja. Ja, alles gut. Weil ich denke, wir sollten mal so grundlegende Sachen einfach mal also ein bisschen besprechen. Die Kollegen, die um mich rumstehen, dürfen gerne alles mithören. Okay. Also zu meiner Linken, das ist meine persönliche Assistentin, das ist Mrs. Fast. Hallo. Die darf auch alles mithören, was ich bespreche. Wenn jetzt jemand hier dazukommt, dann wird er weggeschickt oder wir gehen nach oben. Aber jetzt aktuell, wir können auch gerne in unseren Redegarten gehen, aber ich glaube, wir stehen gerade ganz kurz. Ja, okay. Okay. Also, wenn Sie davon reden, dass jemand in Ihren Knüppel läuft, dann, hab ich nicht gehört. Dann weiß ich, dass Sie Dinge anders klären. Wenn sich Leute darüber beschweren, dann sind das Leute, die diese Art von Klärung nicht gewohnt sind und wir solche Anzeigen bekommen, wir das aber entsprechend bewerten. Und zwar wissen wir, dass hier Dinge unter Umständen anders laufen. Trotzdem werden wir ermitteln, werden aber dieses gewisse Fingerspitzengefühl vielleicht anders ansetzen, als wir das unter uns Städtlern ansetzen. Ganz kurz. Wenn sowas passiert, das war nur ein Beispiel, in den Knüppel oder irgendwo hin, dann sind das Situationen, die niemals zu Ihnen getragen werden, weil wir dann mit denjenigen Leuten, den Tatverdächtigen, die Leute, die das ausgeübt haben, danach quitt sind. Das sind Sachen, die werden niemals nach unten kommen. Wenn wir merken, als Sheriffs, Deputies oder was auch immer, dass die Leute da nicht mitspielen, dann ist es was anderes. Da ich rede davon, von dieser Situation als Beispiel, wenn ich jemanden vor mir habe, der versteht, okay, ich bin am Arsch, ich bin jetzt bei dir und dann habe ich halt einfach mal die Arschkarte. Wir sind jetzt nicht die, die sagen, pass mal auf, so hier, du bist jetzt da, rein, dann nicht, denn das wäre ziemlich dumm, dann können wir die Tür auch hier zumachen. Das ist natürlich Quatsch. So meinte ich das jetzt nicht. Aber es gibt halt auch so Kleinkriminelle, die das einfach kapieren, um zu sagen, okay, ich wurde erwischt. Die laufen jetzt nicht in den Knüppel, das war halt ein Beispiel. Und so wie Hall letztens sagt, pass mal auf, jetzt hast du den Laden ausgeraubt, die Lady im Laden unten am Highway war völlig verstört,
Da haben wir zu ihm gesagt, hol dir jetzt mal bitte kurz einen Lappen, ein bisschen Zilberwischung weg und ein bisschen Spray und machen kurz das Auto sauber. Dann freut sie sich, ihr Auto ist sauber und dann waren wir damit durch. Ich musste denjenigen nicht mitnehmen, nicht eine Akte aufmachen. Das war ein Einzeltäter und dann waren wir durch. Und der saß wirklich in der Ecke, hat geweint. Das ist okay. Sowas meinte ich jetzt. Ich nehme jetzt nicht irgendeinen Mr. Zeng, den wir jetzt gerade eingeknastet haben, und sage, pass mal auf, du rennst jetzt in meinen Knüppel. Das sind, natürlich nicht. Die sind ja auch als Verstärkung unter Umständen im Bereich Los Santos tätig. Komplett. Also oben ist für unten zuständig und unten auch für oben. Wir sind immer noch, auch wenn wir zwei Departments sind, wir sind eine Suppe. Ja, und dann sollten sie sich auch auf jeden Fall anpassen, wie die Geflogenheiten in Los Santos sind. Ist jetzt die Frage, müssen wir uns unten anpassen oder kann vielleicht das PD sich auch unseren Maßnahmen anpassen? Ja, wenn er unten ist, wird er sich wohl das PD anpassen müssen. Nein, nein, das hat nichts damit zu tun, dass das PD sich anpasst, sondern sie haben eben gesagt, hier oben ticken die Leute anders. Wenn sie aber unten in der Stadt sind, dann wissen sie auch, dass die Leute in der Stadt auch anders ticken. Oh, das habe ich des Öfteren kennengelernt, ja. Und dementsprechend müssen sie sich dann auch dort anpassen. Ach so, denn selbstverständlich, auf jeden Fall. So meinen sie das, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Das heißt also, wenn eine sie Shotgun unten in die Zellen im PD sind und irgendeiner irgendwelche Maßnahmen durchführt, dann haben sie nicht ihre Pumpgun zu ziehen und in die Decke zu schießen, um irgendwas zu untermauern. Na, kommt da drauf? Damit wir uns da richtig verstehen. Ja, wollen wir ganz jetzt kurz, doch alleine das sprechen? Gespräch gestern mit dem Chief. Ansonsten kriegen sie mir von absoluter Dauer eine Trillerpfeife. Adjustment. Ich habe die schon bestellt, aber schön, dass sie auch schon von der Trillerpfeife wissen. Sie kriegen die dauerhaft von mir verschrieben, wenn sowas nochmal vorkommt. Aufgrund der Situation, da ja, klar ich, verstehen. Bin ich bei Ihnen, aufgrund der Situation okay. gestern, nicht die dort gewesen ist, wollte ich nur die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, weil viele, viele Sachen dort passiert sind und es kurz vor einer riesigen Eskalation war. Bin ich aber bei Ihnen und der Chief sagte mir auch, ist es mal eine Trillerpfeife, ich habe mir eine bestellt, die sollte morgen übermorgen kommen. Eine rote Trillerpfeife. Gut, ich freue mich schon. Die würde ich ganz gerne sehen. Dann kommen Sie einmal bei mir vorbei und pfeifen einmal rein. Pfeife ich Ihnen ins Ohr. Da würde ich mich drüber freuen. Ja? Nee, nicht direkt ins Ohr, bitte. Ja? Das ist ein Deal, das machen wir. Ja. Gut. Also, damit wir uns da klar verstehen. Wenn Sie im Süden sind, dann gelten da halt einfach andere Regeln als hier oben im Norden unter Umständen. Und ich respektiere Regeln hier im Norden. Ich respektiere das, dass Sie auch Dinge mal untereinander klären. Wenn aber hier jemand ist, wie ich, der diese Regeln nicht so kennt und hier angehalten werde und ich irgendein Knüppel von ihnen spüre, dann werde ich mich beschweren und dann wird ein Richter hier stehen und der wird ermitteln und der wird entsprechend, da wird es entsprechend Konsequenzen geben. Gut. Das kann ich Ihnen sagen. Da wenn Sie das nachfragen. Untereinander klären, ja. mit Leuten im Norden und die damit fein sind und es gelangt niemals hierher, also niemals nicht hierher, sondern niemals bei mir im DOJ, dann ist das irgendwas Einvernehmliches, wo die Leute mit fein sind, wo sie Sachen vielleicht anders regeln, die ich auch respektiere und auch bereit bin, das zu respektieren, dann ist das in Ordnung, solange diese Leute sich nicht darüber beschweren und solange nicht absolute körperliche Gewalt oder solche Sachen passieren, wie sie da passiert sind, wo sie Zeuge geworden sind. Neue Drohungen incoming. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ja. Es gab damals einen Beschluss oder eine Ansage, das war noch zu Hackerberry-Zeiten, war ich kein Leiter des Estis, da war ich ganz stinknormaler Corporal. Corporal. Wo es hieß, als diese ganzen wilden Geschichten waren mit den 400.000 gefallenen Geiselnamen, ob bei Ihnen unten oder hier Härte oben oder weiß ich der weiß, Geier. Worauf hinaus möchte. Das Härte wo es ja. hieß, wenn Geiseln immer kommen, um das mal kurz abzukürzen, in meiner Redeart und Weise, wenn die Geiselnehmer sich euch nicht anpassen, dann reagiert ihr und fickt die Leute. Das klingt jetzt ein bisschen doof. Und dann höre ich aber wiederum, wenn was ist, sollen wir uns irgendwie benehmen. Wo ist jetzt dieses A und dieses B? Wo ist irgendwie dieses Zwischending? Also wir kriegen hier oben das Zwischending hin. Er hat nicht gesagt, benehmen, dass wir sich dem PD anpassen. Hör auf. Bei einer Geiselnahme greift auch das PD-Härter durch. Oder geh. Ich will aber nicht gehen und dann reagieren nicht benehmen. Ja, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ja, bitte. Und von dem Beispiel wissen Sie sogar. Helfen Sie mir. Es gab eine Geiselnahme an irgendeinem, ich glaube, das war ein Shop oder eine Tankstelle oder so. Da war sogar ein ehemaliger Kollege von Ihnen, eine Geisel. Der ist nichts passiert.
Aber ein ziviles Opfer wurde dabei verletzt von irgendeiner automatischen Waffe. Und Geiselnehmer war, glaube ich, ein Herr Walker und eine Miss Dark. Da wurde, wild reingehalten. War das Ding, wo es um $5,000 ging und irgendwie. Ja, keine Ahnung, die ganze mir ist die Summe egal. Mir ist es komplett egal. Ja, okay, ja. Ich möchte dir das Beispiel nennen. Ja, weil Sie sagen, Dinge werden so oder so geklärt. Ja. Und es gab ganz klar eine Ansprache, eine Presseerklärung, ein Statement vom DOJ. Und das Ganze gab es auf Initiative von mir, weil ich habe mir diese Akten angesehen und habe gesehen, dass halt super viele Freiheitsberaubungen stattfanden. Einfach überdimensional viele. Und da habe ich gesagt, wir müssen reagieren. Und der Burke seinerzeit hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, da müssen wir reagieren. Herr Doyle hat auch was ausgearbeitet, hat eine Riesenansprache gehalten. Ich war an dem Tag leider nicht da. Aber es gab diese Ansprache und die wurde veröffentlicht auf mehreren Kanälen. Und kurz danach ist jemand so dumm, der vorher Staatsanwältin war, dann Rechtsanwältin, und die begeht halt das, was sie da getan hat. Hallo. 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 Gerade nicht mehr laut. Okay. Und dann landet ein COCP bei uns über das Verhalten oder das Vorgehen des PDs oder wer auch immer daran beteiligt war. Dieses COCP, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals irgendwo hingelangt ist, das wurde halt eingestampft. Das ging ins PD, das weiß ich. Ja, weil dann vielleicht befragt wurde. Aber der das Richter haben die uns hat aber auch gesagt, wenn jetzt jemand dazukommt, schicken wir den weg. Umständen haben sie vorher gesagt. Hat der ermittelnde Richter gesagt, das war verhältnismäßig, weil vorher diese Ansage vom DOJ kam. Und das sollte ihnen eigentlich zeigen, und das ist der Grund, warum ich heute auch diese Ansprache im PD gehalten habe. Wir sind nicht dumm. Ja, Mathe? Na, Ben, sag mal, kurze Frage, weil unter der 933 geht keiner dran. Sag mal, wenn man Standesbeamter ist, kann der jetzt nur Leute verheiraten oder kann der auch so Adoptionskram machen? Nee, nur heiraten. Nur heiraten. Adoption macht der Richter. Ah, das macht also ein Richter, okay. Das macht ein Richter, weil dieser Bender meinte, seine Nummer steht auf eurer Website, aber da stehen gar keine Nummern mehr und deswegen konnten wir den jetzt nicht fragen. Ja, wenn der Meinung ist, die stehen auf der Webseite, kann ich die bestimmt weitergeben. Ich schicke dir die gleich, ja? Perfekt, danke Super. Dir. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ja, die Sekretärin, wie geht das sein? Oh mein Gott. Hallo. Ich versuche mal wieder das Telefon wegzustecken, es geht nicht. Mir ist wichtig, dass hier nicht irgendein Tourist hier oben erscheint und der auf einmal Polizeigewalt erfährt. Naja, wenn er Scheiße baut, dann muss er dem sich halt fügen. Nee, wenn der Scheiße baut, dann hat er ein Gesetz, auf das er sich berufen kann. Mr. John, welches Gesetz denn? Wenn dieser Zivilist jetzt einen Shop ausraubt, was soll ich machen? Ihm Blumen geben? Nee, aber Sie haben ganz klare Vorgaben im Gesetz, ne? Ich habe Vorgaben im Gesetz und reagiere so, wie ich reagieren sollte, wenn derjenige Scheiße baut, sich vielleicht nicht den Ansagen meiner Sheriffs irgendwie beugt und danach müssen die Leute halt reagieren. Sie wissen, dass wir viele, viele Zeit lang ohne Taser unterwegs waren. Ja. Ja, weil wir halt direkt eingegriffen oder mit den Leuten gesprochen haben. Aber wenn ich dann höre, du kannst mir eh nichts, ich zeig dich an, dann wird es wirklich unangenehm. Das ist genau das, was ich hier nicht möchte, was ich anders kennengelernt habe. Ja, das muss man auch vielleicht. Und das ist aber auch nicht nur in der Norden, das muss auch genauso in der Stadt genauso sein. Die Leute tanzen so auf der Nase. Wenn Sie mal bei den Akten Mr. Zeng reingucken, der hat gefühlt 80% seiner Akten sind irgendwelche Officer oder S-Dealer oder P-Dealer, denen er die Haare abgeschnitten oder weggeschnitten hat. Und das kann nicht funktionieren. Es kann aber auch nicht sein, dass dann jemand dasteht und irgendwie Nachdruck verleiht, dadurch, dass er mit einer geladenen Schusswaffe auf denjenigen zielt oder in die Decke schießt. Es kann Nochmal, nicht sein. John, das, was ich da in dem PD gemacht habe, war aufgrund dessen, dass es kurz vorm Eskalieren war, um die komplette Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, damit sich alle ein bisschen beruhigen. Das ist meine Art und Weise. Gehen Sie bitte kurz bei uns ins Foyer, schauen Sie mal in die Decke.
um Leute zu beruhigen, um deeskalieren zu wirken. Können Sie da eine Treppe durchbauen mittlerweile oder wie? Wie bitte? Ob Sie da mittlerweile eine Treppe durchbauen können? Nein, ey, was genau ist an einem Shotgun-Schuss in die Decke deeskalierend? Aber es gibt Situationen, wo Kollegen auch vom PD oder SD es nicht verstehen. Das ist halt auch gegen die Kollegen positiv gemeint, dass irgendwie reagiert werden muss und ich das komplett auf mich nehme, weil das mein Status ist und ich stehe komplett hinter meinen Leuten. Aber wenn irgendwo Situationen sind und die Leute sich in Rage reden und sich nicht beruhigen, dann muss irgendwas passieren. Und das ist gestern so gewesen oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich in die Decke geschossen. Auf einmal waren 10 Sekunden Stumpfstille. Und, ja, man sagt und der Tatverdächtige dachte, es geht gegen ihn, weil auch auf ihn gezielt wurde und hat die Hose runtergezogen, was er eigentlich nicht machen wollte vorher. Kurz mit den anderen sprechen. Danach bin ich mit Toll in die Ecke gegangen. Ich weiß, ja. Ich bin anders als andere. Das ist völlig in Ordnung. Das, was mir zugetragen wurde, ist aber halt eine andere Situation. Ne? Die würde ich gerne hören, deswegen reden wir gerade hier. Mir wurde zugetragen, dass die Person, die sich dort dieser Untersuchung unterziehen musste, also eine der beiden Personen, sich dieser Untersuchung nicht unterziehen lassen wollte und sie daraufhin ihre Waffe genommen haben, also nicht die Waffe, sondern die Pumpgun genommen haben, den bedroht haben, er soll endlich die Hose runterlassen. Und als er es dann immer noch nicht machen wollte, haben sie in die Decke geschossen und dann hat er sich gefügt und dann hat der Walkoff das gemacht, was er machen wollte. Gut, dann ist das, dann ist das eine Falschaussage, aber ich würde niemals zulassen, dass sich irgendjemand irgendwo nackig irgendwo steht und noch seine Hose runterziehen muss, mit dem jeder in seinen unrasierten Arsch gucken kann. Ja, aber das Ganze ist ja auch... Hat er aber zugelassen. Ja, sie standen auch daneben. Das Ganze ist passiert und sie standen daneben. Wir standen zu dem Zeitpunkt, als es passiert war, nicht mehr daneben. Nein, wir standen nicht. Wir wurden weggeschickt von Herrn Walkoff. Richtig. Und ich kann Ihnen auch bestätigen, dass die Pumpgun... Muss mal vor zurück, bitte. Ja, die Pumpgun war zu keinem Zeitpunkt auf den Zähnen gerichtet gewesen. Die war einmal in der Hand, ging einmal in die Decke, dann waren die 10 Sekunden Ruhe, die paar Worte sind gefallen und Walkoff hat uns dann quasi... Aber warum haben Sie die Pumpgun in die Hand genommen? Warum haben Sie es gemacht? Warum haben Sie nichts gesagt? Herr Ford? Hallo, Mrs. Fast. Hallöchen. Ich habe eine Frage und zwar. Wissen Sie von etwas, das Mr. John mal gesagt hat, dass so Projektile vom MD aus nicht rausgegeben werden dürfen? Nee. An die Opfer? Nee. Wissen Sie nicht. Aber habe ich ihn jetzt auch nicht explizit nachgefragt, muss ich zugeben. Nee, hätte ja sein können, dass ich einfach nur mitbekommen haben. Nee, weil hier steht nämlich ein Arzt vor mir und der ist sich auch nicht ganz sicher. Er glaubt, der hat da mal wohl was von Kollegen haben gesagt. Es wurde von unserer Seite aus ganz oben beschieden. Nö, weiß ich persönlich jetzt nichts von. Denver kann ich gerade schlecht fragen, ist gerade im wichtigen Gespräch. Ach so, was? Ja, müsste sonst nicht kurz warten. Mich haben weggedrückt. Es ist sehr traurig. Ich weiß, er hat auch gesagt, ich soll sie zurückrufen, dann haben sie mich schon angerufen. Ach so. Also er hat sie nicht vergessen, sondern er hat sie weggedrückt und mir sofort gesagt, ich soll sie zurückrufen. Nee, alles gut, ja, das ist ja kein Problem. Kann sich ja gerne mal melden, wenn er fertig ist. Alles klar, machen wir so, Herr Ford. Gut, danke. Tschüss. Nicht tiefer super. Eingehen. Ich möchte Dankeschön. Nur, dass das nie wieder passiert. Und das habe ich auch in Walkoff gesagt, beziehungsweise ich habe es in Hawkins gesagt. Das Ganze ist für mich erledigt. Okay, gut, das hat Walkoff mir auch, der Chief auch gestern erzählt, aber der Chief, Walkoff. Wir reden sehr gut und sehr gerne. Ja. Und ich bin ein Freund davon, wenn es Probleme gibt, muss darüber gesprochen werden. Jetzt habe ich sie mitbekommen. Haben wir geklärt, warum die das nicht verhindert haben? Nee, ne? Genau. Ich möchte dieses Thema ganz gerne abhaken. Sehr gut. Mache ich auch einen Haken hinter. Gerne. Ich wollte nur sagen, das, was mir zugetragen wurde im Rahmen eines COCP-Ermittlungsverfahrens, und da waren Sie Bestandteil. Und ich habe gesagt, ich werde da nichts weiter machen. Und das wäre eigentlich Nummer 11 gewesen. Sie waren ja vorhin da. Das wäre Nummer 11 gewesen. Was auch direkt schon, was Abgabe an den Dienstherrn. Also Sie wissen, was Sie vielleicht da gemacht haben. Und jetzt sehen Sie die Konsequenz daraus. Mr. John, ich bin immer irgendwo ein Thema eines COCPs. Das ist mein, glaube ich, viertes. Erzählen das den ganzen Sheriffs und Officer, dass sie keine Angst davor haben müssen, weil sie sind jetzt da, wo sie jetzt gerade sind. Ich versuche den Leuten jetzt zu erzählen. Kennen Sie noch diese Geschichte mit dem 500.000 Liter Wein beim Gambino? Ich war derjenige, der Richter, der damals diesen Vergleich gemacht hat. Sehen Sie. Und trotzdem stehe ich jetzt irgendwie hier, weil ich aufgrund dessen, was mein Team zu mir sagt, wie ich arbeite, was ich mache und tue, die hinter mir stehen. Ich weiß, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich möchte, dass die anderen Leute, ich rede nicht jetzt von uns Officern, also im großen Officern, SCPD, das ist halt immer, man sagt immer alles, oder auch von Ihnen,
DOJ oder auch von mir aus von den Leuten vom Sicherheitsdienst, dass wir immer noch Personen sind, gegenüber denen Respekt gegeben werden sollte, wenn wir um die Ecke kommen. Und wenn ich dann Leute höre und so, verpiss dich, wer bist du denn? Mach dich weg, dann werde ich komplett sauer. Und wenn mich Leute zum Beispiel wie dieses Ding mit Mr. Zeng, der mich mit seinem Auto umfahren wollte, beim Eclipse, was mache ich dann, um das sein Tatfahrzeug außer Gefecht zu setzen, dann schieße ich ihm halt die scheiß Reifen kaputt und dann bin ich durch damit. Und wenn er dann mit mir diskutieren möchte, ich habe halt die Arschkarte gehabt, er hat mich eingepackt, ich habe keine Haare mehr, ich wurde mit Drogen vollgepumpt. Gut, passiert, ist in Ordnung. Kann passieren, aber irgendwann ist auch Schluss. Howdy. Wir sind die Exekutive. Kleinen Scheißerchen. Ja, alles gut bei euch? Ja, geht so. Gebt uns mal kurz aber wenn Sie dann, ein paar Minuten. Okay. Wenn Sie dann nämlich diesen einen Schritt weitergehen, diesen Schritt, den der Kollege gegangen ist, dann ist das zu viel und dann der Schritt ist war es, zu, bin ne? ich bei Ihnen, der genau. Schritt war zu viel. Genau. Man kann die Leute zwar ein bisschen auseinandernehmen, aber ich stecke dir nicht irgendwelche Sachen in den Arsch. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber es ist halt so, das kann man nicht tun. Das ist auch in Ordnung, aber wie wir gerade sagten, der Drops ist gelutscht. Ja. Ich, also möchte, ich verstehe, dass Sie im Norden andere Sachen machen, um Dinge zu regeln. Ja, wir regeln das aber machen Sie so, dass es fein ist. Und Sie, ja, fein ich aus die Frage Ihrer einfach Sicht, noch. Ja, die wird wohl fein im Sinne des Gesetzes, nicht so, aber... Warum nicht? Warum nicht fein aus dem Sinne des Gesetzes? Nee, weil das Gesetz was ganz anderes sagt. Und wir setzen andere Maßstäbe im Norden. Und das ist doch das, was Sie eigentlich wollen. Wir setzen... Mr. John, wir sind eine Suppe immer noch. Norden oder Süden, wir sind doch ein Haufen. Warum werden hier... Dann müssen Sie mir den Gefallen tun, nehmen Sie sich bitte Leute und packen Sie bitte da in dieses schöne Gebäude, was gebaut wurde, und dann wird da auch getrennt. Aber diese Trennung, dann können wir auch irgendwo eine Mauer ziehen. Dann sind wir, das ist doch scheiße. Oder rede ich irgendwie Blödsinn? Helfen Sie mir bitte. Hey, das war doch gerade positiv gemeint. Wir sind doch alle also, irgendwie eine Suppe. Ja, das sind wir. Aber Sie haben auch gerade gesagt, dass Sie hier oben anders handeln. Das war doch gerade positiv gemeint, was denn bei Ihnen in der Stadt abgehandelt wird. Ein bisschen anders. Wir haben hier irgendwie... Naja, aber so können Sie nicht sagen, Sie sind eine Suppe. Wir haben hier gefühlt nur Leute mit irgendwelchen Motorrädern, die irgendwie rumnerven, die mal mit irgendwelchen Cocktails rumzuschmeißen, die irgendwelche Zigarren im Gesicht haben, die vielleicht auch lustige Zigaretten sind, wo wir sagen, pass mal auf, schnips das Ding weg, geh mir nicht auf den Sack, hau bitte ab. Weil ich Leute wegen einem Joint, den sie im Gesicht haben, nicht irgendwie die komplette Phase durchziehe. Wozu denn? Also auf der einen Seite sagen sie zu mir, sie sind im Norden anders und ticken anders. Und auf der anderen Seite sagen sie, sie sind eine Sippe. Ja genau, weil das da unten, die Leute, die Kollegen im PD, sind doch irgendwie unsere Leute, mit denen wir sehr, sehr viel quatschen. Ich bin mit Hall momentan jeden Tag unten im PD, weil wir quatschen. Dass wir dann minimal anders ticken, das kann gut passieren. Weil halt hier oben, was ich Ihnen gerade sagte, unten haben die Leute Beton in den Zähnen, denen wir oben Sand zwischen den Zähnen. Und wenn zum Beispiel Leute bei Popcorn rumnerven, bei dem Mister mit dem Tattoo-Laden, ich werde hier gerade geärgert, die nerven, dann fahren wir hin und sagen nicht, pass mal auf, du wirst jetzt festgenommen, weil du Kacke gebaut hast, dann sagen wir, pass mal auf, hau einfach ab. Und dann raffen die das. Das war in Ordnung, das ist ja nur eine andere Wortwahl, ne? Ja, aber ich krieg halt mit, dass das PD wohl da unten anders reagiert, weil die komplett gleich ihre Waffen ziehen, ihre Taser, die Leute komplett auseinandernehmen, die Taschen durchsuchen, Personalausweis, bla 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 bla. So ein Kram. Ich glaube, sie wissen, worauf ich hinaus will. Ja, ich werde trotzdem nicht jede Art von Gewalt hier durch Gewalt gar nicht, so, um Gottes Willen. Unser Gespräch zu Anfang begann damit, dass irgendwelche Leute in irgendeinen Knüppel laufen. Das war ein Beispiel. Nun bitte hängen Sie sich doch nicht bitte an diesem Beispiel auf. Aber wenn ich jetzt absegne, dass irgendwelche Leute in irgendeinen Knüppel laufen, dann stehen hier gerade fünf Leute. Aber da stehen hier fünf Leute. Und wenn ich sage, kann ich verstehen, ist so, ja, kann ich nachvollziehen. Nein, ja, sie sind hier anders. Um Gottes Willen, bitte nicht absegnen. Das nehmen wir auch gar nicht so wahr. War das nicht gemeint. Um Gottes Willen. Jasmin ist so voll der Doppelstandard-Typ gerade, oder? Ich weiß gar nicht, ob ihm das auffällt. Das ist so geil gerade. Und die Mäme rechts von mir. Jetzt mal als blödes Beispiel. Sie kommt und sagt, hallo, du bist doof. Und Mr. Blum sagt, okay, du auch. Und haut ihn um. Natürlich hat Blum dann Schuld. Und ist am Arsch. Weil er einfach eine Zivilistin und niedergeknüppelt hat wegen irgendwelchen blöden Worten. Natürlich ist er dann am Arsch und kann seinen Job verlieren. So war das nicht gemeint. So doch dann bringen Sie mir ein Beispiel, wo ich das besser nachvollziehen kann, bitte. Das ist immer gemessen an der Situation handeln wir. Und wenn jemand mit Bedrohung und Gewalt ankommt und uns damit angeht, dann werden wir uns nicht hinstellen und
dann Gewalt antun lassen. Da werden wir uns dementsprechend dann wehren. Und das ist bei uns dann nicht, dass wir für uns werden weglaufen, aber Taser, sondern kriegt er von uns einen Knüppel ab. Dann liegt er und dann ist er außer Gefecht gesetzt, weil wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten dann ihn erwehren müssen. Das sind solche Beispiele. Okay. Hm? Ja. Wissen Sie, ich hab gerade aktuell einen Beschluss liegen, wo es darum geht, wenn sich jemand der Maßnahme eines Officers nicht unterzieht. Da geht es einfach nur, stellen Sie sich einfach nur eine Verkehrskontrolle vor, wo Sie jemanden anhalten, auffordern, dass der seinen Wagen ausmacht, also Motor ausschaltet und aussteigt. Er macht seinen Motor aus, aber steigt nicht aus. Und da hat sich ein Richter mit befasst. Was passiert, wenn der halt einfach nicht aussteigt? Es gibt keine Strafe dafür. Gibt es nicht. Sie stehen davor und können nichts machen. Ja, sagt klar. Der Richter. Ich sag aber, ich komme dem Richter entgegen. Wir werden da was machen. Ja, also es wird unter Strafe stehen in Zukunft, wenn man sich halt nach erneuter Aufforderung eines Officers, soweit sie gesetzlich auch in Ordnung ist, widersetzt, gibt es eine Strafe bis zu $10,000. Ich werde das machen. Ich komme dem entgegen. Der ist sehr bemüht, der Richter und so weiter. Ich werde das machen. Aber ich bin trotzdem der Auffassung, wenn sich wirklich ein Bürger dieser Aufforderung widersetzt, dann hat er damit zu rechnen, dass ein Officer eine Kreissäge hinten im Kofferraum hat, die verdammte Tür abflext und den da rauszieht. Wissen Sie, das ist meine Auffassung. Jetzt kommen wir mal aufeinander, das freut mich doch. Super. So, ich werde trotzdem diesen Beschluss machen. Ich werde den absegnen. Ja. Damit Officer, die diese Kreissäge nicht dabei haben, trotzdem eine Möglichkeit haben zu drohen. Aber, oder auch die Möglichkeit haben zu bestrafen. Aber ich möchte trotzdem auch diese Officer haben, die dann diese Maßnahme durchsetzen. Und zwar nicht, dass sie den durch die Fensterscheibe erschießen, sondern dass sie dann halt sagen, alles Nein. klar, ich hole jetzt einen Schlüsseldienst oder ich hole die Kreissäge, ich hole irgendeine Spreize. Ich mache das Ding jetzt auf. Ich setze in der Zeit, mache ich irgendwelche hier Reifen, wie heißen die hier, diese Reifenklammern oder was auch immer, setze ich daran, dass der nicht weiterfahren kann. Wegversperre. Und ich, ja genau, Wegversperre. Und ich ziehe den aus dem Fahrzeug und dann packe ich den bei mir hinten in den Streifenwagen und nehme ihn mit in Gewahrsam ins PD oder ins SD. Da bin ich absolut fein mit. Solche Leute haben es nicht anders verdient. Okay? Ja. Trotzdem mache ich einen Beschluss für die anderen. Für ja, die, halt, die sich nicht okay. so durchsetzen können. Das ist okay. Das freut mich. Ich mache aber trotzdem nichts, wenn sie halt da mit der Flex rangehen und dem die ganze Tür abbauen. Okay? Ja. Okay. Das ist ein Gespräch, das gefällt mir gerade. Gut. Sie sind hier oben immer herzlich willkommen. Wirklich. Komplett. Tut die komplett um. Und dann, Weil Sie jetzt wissen, Sie können sich eine Kreissäge besorgen, oder was? Ich hab gerade schon Paletti geschrieben. Ich bin. Ja, schön. 10 Stück bestellt. Nein, natürlich. Wenn sowas vorkommt oder so, wenn Sie sowas ansetzen, dann das man, ich, da rufen Sie mich gerne an. Ne? Also, man muss Mrs. halt drüber reden, so. Das ist okay. Oh, ganz kurz, entschuldigen Sie bitte. Jasmine, hallo. Ich glaube, es geht vor allem darum, dass man einfach Klartext reden kann. Das ist man muss wichtig. Miteinander reden, uns bringt das genau. nichts. Unten in der Stadt wird ein Schubbock begangen, derjenige wird eingefercht, mitgenommen, verhört, kommt in den Knast, fertig. Wir gehen eher hin, wenn er da Scheiße gebaut hat, reden wir mit den Personen erstmal. Ne? Was hast du angestellt und. So, dann hat gesagt, gibst du das Kram zurück, machst sie gerade noch sauber, behebst deinen Schaden, bezahlst hier die Angestellte im Shop und dann verschwindest du ganz einfach. Ne? Wir kerkern nicht direkt ein, wir reden mit den Leuten erstmal. Ja. Genauso gut sein können, dass es ein armer Schlucker ist, der sich rein gar nichts leisten kann, der kurz vorm Verhungern ist. Wenn man sagen muss, dann entschuldige dich bitte jetzt bei der Person und dann hast du hier noch einen Huni, dann kannst du aber zu essen kaufen. Ne? Ja. Nicht direkt rein. Wenn er jetzt 3-4 Mal am selben Tag auffällt mit irgendwelcher Scheiße, dann reagieren wir natürlich anders, das ist ja klar. Aber wenn das jetzt am ersten Mal ist, dann sind wir halt meistens erstmal ruhiger, was das anbetrifft. Naja gut, ich rede schon wieder zu viel. Nein, ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Ich kann Ihnen halt einmal die Sicht sagen, wie das Gesetz wäre. Ich kann Ihnen aber auch sagen, wenn Sie mit Ihrer Maßnahme verstoßen Sie gegen das Gesetz und dann kann das halt jemand melden. Sheriffs lieben das Studium von Harry. Der halt diese Strafe dann zahlen muss, weil Sie sind nicht der Richter. Ja?
Chef sind also alles Erzieher, meinst du, Ghost? Und dann wird sich ein Richter damit beschäftigen. Und der wird dann sehen, okay, aber auch die das Ganze ist, ich dachte, da steht ist jemand, zwar ein CCP, aber das Ganze wird halt an den Dienstherrn übergeben. Und der Dienstherr ist in dem Fall der Hawkins oder hier im SDI ist es dann halt Hörtas. Was der dann daraus macht, dann, ja. Das ist auch richtig und wichtig, dass das genauso funktioniert. So. Wenn es jetzt viele Vorwürfe gibt, dass auf einmal derjenige halt irgendeinen Kannstein zu spüren bekommt oder so, und das kommt häufiger vor, ja, dann wird man das Ganze halt sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, Adjustment, Sie sind auf meinem Radar. Sie sind auf meinem Radar, weil Sie zweimal, mindestens zweimal, eine Pumpgun genutzt haben, wo ich mir denke, ist das gerade in Ordnung gewesen. Das Ergebnis ist halt da. Es war vielleicht nicht ganz in Ordnung. Beim ersten Mal, sie dürfen halt die Bertha nicht mehr nutzen. Beim zweiten Mal, sie müssen eine Trillerpfeife benutzen. Wenn sowas hier häufiger vorkommt... Was sie ja schon sagte, die ist halt bestellt. Das ist auch okay. Ja, eben. Und aus dem Grund sind sie halt auf meinem Radar. Aber wenn sie auf meinem Radar sind, ist das halt echt nicht gut. Also warum, seien sie warum bitte... warum ist das denn nicht gut? Nein, wenn, also gut, wenn sie auf meinem Radar sind, weil sie irgendwas Gutes tun oder so, dann ist das natürlich gut. Aber wenn sie auf meinem Radar sind wegen Sachen, die fragwürdig sind, die, über die man sehr diskutieren kann, dann ist das halt nicht ganz so gut, wenn in nächster Zeit halt wieder was passiert, wo sie auf meinem Radar in so einer Sache landen. Warum ist das denn nicht gut, wenn ich auf ihrem Negativradar bin? Aber es ist halt Ansichtssache, das ist aber auch in Ordnung. Das mit der Beta habe ich angenommen. Ich bin auch sehr, sehr, sehr traurig. Und ich habe gestern kurz drin gesessen und im Motor an, Motor aus, Motor an. Sie waren da drin? Auf dem Hof, in der Garage, hinten. Sie haben Staub gewischt drin. Was, bitte? Sie haben drin Staub gewischt. Na, ich war halt, mein Chief sagte mir, ich darf halt auf dem Privatgelände, darf ich sie ausparken, mich reinsetzen und sie anschmeißen. Mehr habe ich auch nicht getan. Also Funktionskontrolle. Hab ihre Motorsound... Funktionskontrolle, genau. Okay. Das habe ich getan. Ordnung, ne? Wir waren, glaube ich, gestern Hall oder vorgestern mit der Beta unterwegs, aber ich war nur Beifahrer. Ich fahre die Beta nicht selbst. Und wir waren sogar mit der Beta von Edge unterwegs. Noch nicht mal mit meiner. Das nehme ich auch an und das ist auch der Deal und das ist auch okay. Es ist ich sehe das wirklich so, dass Sie als Beifahrer mit dieser Bertha bei mir beim DOJ vorfahren, in einer Trillerpfeife pfeifen. Also das sehe ich. Ich brauche mal mehr. Schön. Schön. Ach, nee, rufen Sie an wegen dem Termin, Herr Jasmine, ja? Wie bitte? Rufen Sie an wegen dem Termin dafür. Ja, mach ich. Ja. Kommen Sie nicht zu spät, ne? Ich hasse Unpünktlichkeit, ja. Oh, haben wir, das sind haben wir Sie nicht der Einzige. Noch nicht. Ich muss ja nicht lange dauern. Darf ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob es geklärt wurde, weil ich ein Telefonat führen muss in der Zeit, wo das Thema aufkam, noch eine einfach für mich persönliche Frage stellen. Fragen Sie. Sie waren ja dabei und meinten, mit dem Shotgun-Schuss haben Sie die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, bevor es eskaliert. Richtig. Und das heißt, Sie haben gewusst, dass das, was da passiert, absolute Scheiße ist und so nicht geführt werden sollte. Warum haben Sie nichts gemacht? Nee, halt, stopp. Aufgrund dessen, was Mr. Walkoff da gemacht hat, nicht. Es ging um andere Situationen, wo Leute sich gegenseitig angeschrien haben und ich darauf die Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Was danach mit Walkoff passiert ist, das haben wir nicht mitbekommen, weil ich und Hall, der mir gegenübersteht, danach ganz woanders waren im PD. Genau. Also diese... Das war ein anderer Auslöser, weil wir Gespräche mit Mr. Cheng hatten und neben und hinter uns Leute ein bisschen durchgedreht sind und das, was Walkoff gemacht hat, war komplett danach. Da waren wir nicht dabei. Genau. Da waren nicht wir in keinster Weise involviert gewesen. Nein, überhaupt gut. Nicht. Dann habe ich das nämlich falsch verstanden. Vielen Dank. Alles gut. Weil hätte ich mitbekommen, was Walkoff da macht, wir sehen nochmal, Ma'am. Dann wäre ich mit der Pumpgun nämlich wieder komplett rein. Weil sowas, das sind solche Sachen, die mag ich auch komplett gar nicht. Da bin ich auch ganz ehrlich, da hätte ich wahrscheinlich Herrn Walkoff. Gut, dann haben wir die Frage geklärt, warum Haji als Teamler da nichts gemacht hat. Der hat es tatsächlich nicht Prison und das ich ganz immer. Hinten an dem runden Tisch. Das glaube ich. Wir haben uns über bestimmte Sachen unterhalten. Wenn ich mich unterhalte, rede ich mit Leuten halt von Auge zu Auge und wir haben nicht mitbekommen, was die anderen getan haben.
Sie waren im Prison oder sie waren unten in der Zelle? Ja, also im PD-Gefängnisbereich, Entschuldigung. Okay. Das PD-Prison nennen wir es gerne. Das PD-Prison. Ja, okay. Es hätte mich halt ja einfach komplett gewundert, wenn der Team da nichts gemacht hätte. Das war wirklich... Ansonsten hätten Hall und ich ganz komplett anders reagiert. Da hätten wir uns wahrscheinlich noch mehr Feinde gemacht, aber wir haben nicht mitbekommen, was da Phase war. Komplett gar nicht. Gut, ja, gut, danke. Okay. Dann rufe ich mein Taxi. Ja, wir können sie auch fahren. Ja. Haben Sie einen Helikopter hier? Na klar. Doch. So, dann würden wir gerne runterfliegen. Ja. All. Dann fliegen wir. Auf geht's. Hervorragend. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Und Herr Jasmin, Sie melden sich, ja? Ich melde mich, klar. Wunderbar. Schönes Gespräch, hat mir gefallen. Vielen Dank. So was brauche ich. Wiederhören. Wunderbar. Kommen Sie gut runter. Angenehmen Abend. Wiedersehen, Mr. John.